Willkommen zurück. Boah, ich kann ihn sehen. Es läuft da jemand. Das könnte er tatsächlich sein. Er ist stehen geblieben. Er macht irgendwas Rotes, jetzt läuft er weiter. Dann mache ich das. Ah, dein Viech ist jetzt da. Ja, da hinten kann ich auch jemanden sehen. Jetzt kämpfst du. Mann, bist du klein. Der jemand ist hinter dem Baum verschwunden. Ja, wo springen? Jetzt hier auch runter. Schubsen, also du bist gar nicht mehr hier. So, dann will ich mal das nachholen, was ihr gemacht habt. Ich dachte, ich gehört, der lauft gerade hinter euch her, weil ihr schon alles habt. Nee, ich habe leider noch nicht alles. Also ich musste den Teil unten machen, weil ihr den Teil oben gemacht habt und ihr wart zu weg, weit weg. Das sage ich ja schon zum zweiten Mal. Das ist im Westen, danach in den Süden, Mark. Und da ganz unten ist ein Helmpunkt und ein Aussichtspunkt. Du da! Lauf nicht über Sand. Die Ameisenlöwen drehen davon durch. So, mit einem geschwungenen Hammerhieb das Brustbein gebrochen. Herzchen! Wie war's noch? Ich habe gehört, die Dämmerwacht. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Eine fesselte alte Vampirjäger oder so. Glaube ich etwas für mich? Ist das Fell, das euch oft dann aus den Ohren wächst? Ruft das Blutopfer! Wenn Kalthafen ruft, gehorcht Nirren. Verwundbar. Verwendet Ach, finnische. Konfiguratoren, um Ah. bei Abstimmungen der Asura-Portalen zu helfen. Beschützt die Forscher vor feindlichen Kreaturen und aus nicht richtig funktionierenden Portalströmenden giftigen Materialien und Sammelkristalle. Kristallventar 29, blaue Kristalle 12, grüne Kristalle, Verhältnis blaue Kristalle. Ach du Scheiße! Was verlangen die mir bitte? Ja, du musst Wurzelberechnung? teilweise richtig gut lesen, was die wollen. Weil das meiste ist einfach. Warum haut er ab? 29 zu 12. Wert eingegeben, Verhältnis korrekt, Kristalle werden ans Netzwerk verteilt. Gewicht Kristall 1 Doppelpunkt 7,2 Einheiten. Gewicht Kristall 2 Doppelpunkt 6,7 Einheiten. Geschätztes Gewicht des verschmolzenen Kristalls. Fehler. Benutzereingabe erforderlich. Was? Soll ich das jetzt ausrechnen? Ja, 933 ist, glaube ich, falsch. Das ist noch niemals Auswahl. Ich hab am Anfang den Fehler gemacht, das nicht zu lesen. Ich habe einfach immer willkürlich irgendwelche Dinge aufgetippt. Nicht, mag nicht brute-forcen. Also ein Drittel davon, da musst du echt ein bisschen überlegen und das meiste andere, das ist mega einfach. Okay. Wie 13,9 ist war das richtig. Fest hier unten? Hattet ihr schon, ne? Eingabe erhalten, Verschmelzung Glaub erfolgreich, schon, Kristall ja. in Abstimmung Ja. abgeschlossen. So, das habe ich mit dem Taschenrechner ausgerechnet. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Rechnen durfte man früher in der Schule, jetzt darf ich nicht, sollte ich das nicht mehr tun. Verhältnis von blauen zu grünen Kristallen analysieren. Verhältnis Gitter 1 gleich 1 zu 3. Verhältnis Gitter 2 gleich 6 zu 15. Verhältnis Gitter 3 gleich 5 zu 12. Gitter mit niedrigem Verhältnis identifizieren. Ey, das ist echt so, ne? Sollen wir es mal probieren? So. Mache ich überhaupt? Ich kämpfe die ganze Zeit.
Leute, das packe ich nicht. Das ist schon zu hoch für mich. Das spielen Kinder. Kinder schaffen das. Wann hatte ich sowas mal? Verhältnisrechnung, das war sowieso ein Thema, was ich überhaupt nicht mochte. Was ich auch nicht konnte. Ich habe damals eine 4 in Mathe gehabt. Später, nachdem es hieß Rechnungswesen, warum auch immer das Wesen heißt, das ist ja kein menschliches Wesen, aber es ist ja Rechnungswesen, da war ich doch relativ gut drin. Nee, fuck it. Ich werde jetzt aber auch keinen Fehler machen. So. Eins durch drei. 0,3. Sechs durch 15. 0,4. 5 durch 12, 0,41. Also würde ich sagen, es ist Gitter 1. Identifizierung bestätigt. Kanalabstimmung abgeschlossen. Das war ja auf jeden Fall richtig. Du machst gerade Arbeit für YouTube. Ja. Erfolgreiche Verbindung in Zyklus 1. 25. Erfolgreiche Verbindung in Zyklus 2. 33. Prozentueller Anstieg erfolgreich. Verbindung identifizieren. Das ist ganz einfach. Aber dazu brauche ich auf jeden Fall einen Taschenrechner, weil das ist Dreisatz. So, also. Prozentueller Anstieg. 100%. Also Anstieg wird auf jeden Fall kleiner. Das heißt, ich muss mal 25 nehmen. Das sind 2500, das nochmal durch 33 und dann sind es 75. Also prozentueller Anstieg. Wenn man jetzt davon ausgeht, wenn man es kaufmännisch runden will, sind es... Marc, warst du schon bei der Hexe und hast den 76. Eintopf gegessen? Minus 100 sind 24. Also funktioniert okay. Das nicht. Also da, wo du vorstehst, da muss Mike auch noch rein. Okay. Das ist einfach so ein Teil, was man channeln muss. Und unten links im Moor, da ist halt noch so eine Hexe, die dir einen Eintopf gibt. Einen giftigen Eintopf. Ich glaube, das ist Subtraktion, ne? Das ist scheiß Subtraktion, Alter. 8%. Gibt. Ne, das war falsch. What? Was? Und dann ändern die sich? Scheiße! Du musst das jedes Mal. Oh, ne, da trinke ich erstmal eine Runde. Die wiederholen sich aber auch die Fragen. Also ich habe mehrmals welche gemacht, wo ich die Antwort sofort wusste. Also das. Ja, anscheinend war es gerade rumlaufen. Anscheinend war es gerade falsch. Probe 815 Kristallgitterbereich minus ne Unterstrich 1512 Einheiten. Kristallgitterbegrenzung Unterstrich 174 Einheiten. Ach du Fackel. Ja, ja. Ey, das ist hohe Mathematik, das, ganz ehrlich. Nee. Ich würfel das jetzt aus, so wie 20. 20-seitiger Würfel, im Moment 20 durch 4 war. 5, ne? Nee, ja doch, war richtig. Also, jede 5 so. 5, 5, 5, 5. Es ist eine 1. Kritischer Misserfolg. Also, 756 Einheiten mal 87. Maße ungenau, Probe verworfen. Sag ja kritisch mal. Wer hat diesen schwarzen Schwein hier gebracht? Oh, ich hasse ihr Wichsspieler. Nö. Hier, wegschieben. So. Oh, ihr seid so nichts. Ihr seid so unfähig. Hey, das gleiche nochmal. Wir würfeln es nochmal aus. Das war kritischer Misserfolg, wie gesagt. Eine 3. Wieder die 1, ne? Ich mach diesmal die 2. Maße bestätigt, Kristall abgeschlossen. Danke, funktioniert. Darf ich mich auch bewegen? Ah, jetzt darf ich. Gut. Verhältnismäßig bla bla bla. Gitter 2. Verhältnis fehlerhaft. Ich Nun ergibt alles Sinn. Ursprünglicher Dichter. Analyse abgeschlossen. Ah, funktioniert. Ich will...
Super, da Ganz liegt eine Leiche vor dem Abstimmer. unten ist ja auch noch ein Helm. Den habe ich gar nicht gesehen. Oh, diese scheiß Leichen, ey. Die sterben alle für diesen Adikatoren. Marc, du musst noch süden, ne? Ja, ich bin gerade auf dem Weg. Okay. Hätte einfach runterspringen können? Naja. Diese scheiß Warzenschweine gemächt auf den Sack. So, 8 war falsch, also mal 20%. Nicht bestätigt, war falsch, gut. Oh Mann. Warum muss ich den wiederbeleben? Ey, der steht meilenweit entfernt. Oh, das ist unfair. Okay, jetzt müssen wir komplett falsch, Marc. Geht er 3, das ist auch falsch. Ja, wieso, wo gehst du jetzt hin? Zu dem Heldenpunkt im Süden. Da warst du noch nicht? Nein. Ah, okay. Ich dachte, du wärst ganz am Anfang da runtergelaufen. Ja, bin ich auch, aber den habe ich übersehen. Du hast sogar davon erzählt. Hast du den Aussichtspunkt? Nein. Oh, okay. Ja. Wenn du unten fertig bist, dann ist Mike vielleicht auch da fertig und dann könnt ihr euch ja bei mir treffen. Ja, ich versuche mal die Einheiten zu bootforcen. Ja, ich habe keinen Bock mehr aufs Rechnen. Hä, hey, was ist denn bei dir? Bei mir ist der Versammlungspunkt. Okay. Alter, du hast die Hexe immer noch nicht gefunden, oder? Nein. Nein, ich meine. So, Gitter 1. Bei dir weiß ich das. Gitter 1 war es. So, herzlich abgeschlossen. Oh Gott, ich rede nicht. Alter, wieder, ihr verfickten scheiß Warzenschweine. Geht mir auf den Eier. Ihr scheiß verkackten. Alter. Oh Mann. Oh, wenn mich Gegner einfach nur ankotzen, das ist so kacke, weil diese dämlichen, verfickten Scheiß-NPCs nicht in der Lage sind, ordentliche Gegner zu bekämpfen. So. Das ist ja schon kein Nörgel mehr, das ist ja schon richtig so Rage-Crit-mäßig. Kurz davor. Lange, dann sind wir hier alleine, Marc. Guck mal auf der Karte, ey, das ist alles voller toter, gefallener Verbündeter, weil die alle zu scheiße sind, mal ordentlich was zu machen. So. Jetzt habe ich einen Aussichtspunkt. Da ist der Versammlungspunkt. Gut, das dauert halt noch ein bisschen. Ich gehe mal hoch zur Britin-Schneise. Ihr habt wahrscheinlich oben den Wegpunkt, ne? Was? Tiki und Pampfma haben mich gebeten, euch dafür zu danken, dass ihr ultramatamigal einsatzbereit gehalten habt. Ihre Forschungen sind gefährlich und ihr habt dazu beigetragen, dass die Dinge nicht außer Kontrolle geraten. Bitte nehmt dies als Zeichen meines Dankes. Du musst jetzt eigentlich nach Westen. Nee, ich muss nach Norden, in die Britin-Schneise. Nee, warst du im Westen schon? Ich war auch nicht im Westen, aber ich war ja im Norden noch nicht. Ich war aber auch noch nicht im Norden. Ja, da gehen wir danach hin. Ja, du kannst gerne nach Berlin gehen, um nach Jerusalem zu fahren. Also, meine Güte. Vor allem nicht auf immer so einen Akzent gehabt. Wir waren noch nicht in Norden. Irgendwie so einen indischen Akzent, indisch-deutschen habe ich gesprochen, gerade irgendwie merkwürdig. Oh man, tut meine Nase jetzt auch mal weh. Vorsicht, wenn ihr nach Westen reist. Die Inquestur hat dort ein Labor. Meinst du nicht diesen Sumpf hier, ne, wo ich diese Hexe finde? Geh einfach weiter nach Norden, dann kommst du vielleicht dahin. Hier sind Eisbären. Egal, lass ihn in Ruhe. Sind vom Aussterben bedroht. Lass ihn Ruhe? Wenn sie Sumpfbären werden wollen, dann ist das deren Bier, also. Beute.
So, ich mache mal gleich eine Festplattencheck. Oh, Alter, haben mich die Gegner aufgeregt. Weil jedes Mal, du musst diese Tasten drücken, dann musst du rechnen und greifen die jedes Mal Warzenschweine an. Jetzt musst du dich links halten, es sei denn, du siehst den Punkt schon. Okay, also links halten. Nein, nicht du. Doch, einfach nach links gehen, also im Westen. Nicht nach da oben. Da können wir gleich danach hingehen. Erstmal schön nach da unten. Toxalsumpf entdeckt. Genau, schön in den Sumpf, ganz nach Westen. Ne, ich muss den hellen Punkt noch da verdienen. Nein, den geht danach gehen wir danach. Ach, meine Güte. Danke fürs Zusehen.